Ist das wirklich so? Mit dem 63. Lebensjahr und 45 Jahren Wartezeit abschlagsfrei in Rente gehen? Vorsicht vor dieser Falle. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das gesetzliche Rentenrecht in Deutschland kennt im klassischen Sinne vier Altersrentenarten. Und die Mutter aller Rentenarten, ich nenne es immer mal so, ist die Regelaltersrente. Die können Sie ja aktuell mit den Geburtsjahrgängen vor 1964 noch vor dem 67. Lebensjahr erlangen. Ansonsten ab dem 64. Lebensjahr, meine Damen und Herren, geht das dann nicht mehr. Dann müssen Sie, dann können Sie nur noch mit Vollendung des 67. Lebensjahres in diese Altersrente gehen. Ja, meine Damen und Herren, und in unserer Rentenberatung und anwaltlichen Beratung erleben wir es sehr, sehr häufig, dass Leute zu uns kommen, die 61, die 62 Jahre alt sind, 45 Jahre Wartezeit im Kasten haben und uns dann sagen, ja, wir wollen jetzt mit 63, also in einem Jahr oder in 2 Jahren, abschlagsfrei in Rente gehen. Herr Knöppel, Frau Kirschner, Herr Weise, Herr Kolozicek, Frau Ziegengeist, rechnen Sie uns doch bitte mal die Rente hoch zu diesem Zeitpunkt. Ja, meine Damen und Herren, und da kann ich immer nur sagen, nö, warum soll ich rechnen? Sie können die Rente nicht abschlagsfrei bekommen. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Sie können nach aktuellem Rentenrecht mit Vollendung des 63. Lebensjahres und 45 Jahren Wartezeit keine abschlagsfreie Altersrente bekommen. Was Ihnen zusteht, wäre dann eine Rente mit Abschlag, und zwar immer bezogen auf den Zeitraum des Rentenbeginns bis zur Vollendung Ihrer Regelaltersgrenze. Alle die dort vorzeitig in Anspruch genommenen Kalendermonate, also die ich sozusagen früher in Rente gehe, dafür muss ich einen Abschlag von 0,3 Prozentpunkten pro Kalendermonat, den ich vorzeitig in Rente gehe, in Kauf nehmen. Ja, und dann kommen die Fragen, wieso ist das so? Ich habe doch gelesen, dass ich mit 63 in Rente gehen kann. Alle reden so von der abschlagsfreien Rente mit 63. Und dann erkläre ich das den Leuten nochmal ganz in Ruhe und sage denen, passt auf, ist relativ einfach. Der Gesetzgeber hat in der Tat eine Altersrente geschaffen, und zwar im Jahr 2012. Das ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und die gab es damals ab 01.01.2012 mit Vollendung des 65. Lebensjahres und dem Nachweis 45 Jahre Wartezeit. So gut, so schön, kann man sagen. Und ab dem 01.07.2014 hat dann die Frau Nahles, unsere SPD-Arbeitsmarktministerin, Sozial- und Arbeitsmarktministerin, zum damaligen Zeitpunkt war sie das ja noch, dann in der Großen Koalition mit der CDU dieses Lebensalter von 65 auf 63 abgesenkt. Das galt aber nur für die Geburtsjahrgänge bis zum Jahr, für die Geburtsjahrgänge bis zum 31.12.1952. Alle die Leute, die nach 52 geboren worden sind, können nicht mehr mit 63 in Rente gehen. Ich zeige Ihnen das mal, wo das steht. Jetzt gehen wir mal hier ins Google rein. Ich mache das mal alles ein bisschen größer hier, dann können Sie es sehr, sehr gut sehen. Ich hoffe, dass man das jetzt hier gut erkennen kann. Oder ich mache es mal größer. Ja, genau. Und jetzt gebe ich hier mal ein SGB 6. Und da haben wir das nichtamtliche Verzeichnis. Und dann gucken wir uns mal den entsprechenden Paragraphen in den Übergangsvorschriften an. Und zwar haben wir hier den Paragraph 236b SGB 6. Und da steht's. Meine Damen und Herren, mache ich noch mal ein bisschen größer. Noch mal eine Idee, genau. Und hier steht: Versicherte, die vor dem 1. Januar 1953 geboren sind, haben Anspruch auf diese Altersrente nach Vollendung des 63. Lebensjahres. Habe ich ja gesagt. Und für Versicherte, die nach dem 31.12.52 geboren sind, wird die Altersgrenze von 63 angehoben. Und zwar 1953 geboren, 63. Lebensjahr und 2 Kalendermonate. 1960 geboren, hier unten, sind wir schon bei 64 Jahren und 4 Kalendermonate.
Wer 1962 geboren ist, der kann mit 64 und 8 Kalendermonaten in Rente gehen. Das wäre im Übrigen, wenn ich das mal zusammenrechne, dann der, je nachdem, wann er geboren wurde, der 1.9.2026, nach 45 Jahren Wartezeit. Das heißt also, meine Damen und Herren, diese Altersrente, die wir hier im Auge haben, die Altersrente für langjährig Versicherte, die gibt es nicht mehr mit 63. Das heißt also, alle diejenigen, die heute mit 61 zur Rentenberatung gehen und sagen, ja, dann gehe ich noch 2 Jahre Arbeitslosengeld beziehen oder ich überbrücke meine Zeit mit Krankenzeiten und Arbeitslosengeld oder ich überbrücke einfach meine Zeiten, indem ich zu Hause bleibe und noch freiwillige Beiträge in die Rentenkasse einzahle. Ich habe ja die 45 Jahre schon voll. Nee, meine Damen und Herren, ist nicht möglich. Sie können nicht in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehen mit glatt 63. Das ist nicht mehr möglich. Dann kassieren Sie im schlimmsten Fall horrende Rentenabschläge. Und ein Zahn möchte ich Ihnen auch gleich noch ziehen. Denken Sie bitte ja nicht, wenn Sie jetzt einen Abschlag bekommen und Sie erreichen dann die Regelaltersgrenze, dass Sie dann Ihre Rente ab diesem Zeitpunkt dann ohne Abschlag bekommen. Nein, das wird so nicht sein, sondern wenn Sie einmal die Altersrente für langjährig Versicherte bewilligt bekommen haben, das ist die Altersrente, mit der Sie mit 63 in Rente gehen können, plus 35 Jahre Wartezeit, dann behalten Sie den Abschlag ein Leben lang bis zu Ihrem Tod. Das ist die Rechtslage, meine Damen und Herren. Und deshalb hier Vorsicht, Falle, kann ich nur sagen. Aufpassen bitte, nicht diesen Irrtum haben, dass wenn Sie mit 63, dass Sie mit 63 in Rente gehen können, abschlagsfrei, weil Sie die 45 Jahre Wartezeit voll haben. Das ist im Jahr 2024 mit den Geburtsjahrgängen, die jetzt in Rente gehen können, nicht mehr möglich, sondern wir haben jetzt die Geburtsjahrgänge, die jetzt kommen, 1960, 1961, und die können erst deutlich nach Vollendung des 64. Lebensjahres in diese Altersrente gehen. Ja, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.